for English satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein Iguana rhinolophus, aber nicht ein ganz normaler, sondern das ist sogenannte Translucent. Translucent sagt man zu denen, das ist eine Farbmutation. Ich frage mich, was der Hintergrund zu diesem Translucent ist, welche Farbvariante das sein mag. Also bei den Iguanas gibt es ja diesen blauen, ne? Ich glaube, dieser blaue ist einfach axantisch, ne? Dem fehlen die gelben Farbpigmente und durch das, dass das Gelbe fehlt im Grün, wird das Grün zu blau, ne? Das ist dann der blaue Iguana. Der axantische grüne Leguan ist so bläulich. Bei dem hier sieht man auch die gute blaue Färbung, aber nicht so deutlich wie bei dem normalen axantischen. Also ich denke, die Translucent sind einerseits axantisch, aber vielleicht noch sowas, so eine Art Hypoblau, ne? Also dass auch diese blaue Färbung zu wenig ausgebildet ist. Das könnte vielleicht der Hintergrund genetisch sein, ne? Einerseits axantisch, sprich keine gelben Farbpigmente, und die blauen Farbpigmente einfach zu wenig ausgebildet, ne? Und dadurch kommen so wunderhübsche Tiere, weißer Kopf. Das Rot ist noch deutlich drin, ne? Das sieht man. Also das Rot haben die ganz normal, ne? Hier rotes Rückenband, roter Schwanz, ne? Zum Teil noch so rote Flecken drin. Aber da, wo die bei den anderen dann das Blau ist, ist das einfach so ein ganz helles Türkis. Also ich finde sie wunderschön. Hatte davon zwei Tiere, waren jetzt relativ lang reserviert, gehen am Freitag gehen sie raus nach Schweden. By the way, Grüße nach Schweden dann in dem Fall, so sehen sie aus. Die kommen jetzt am Wochenende zu dir. Wegen Corona waren sie relativ lang, wie gesagt, reserviert, aber können jetzt endlich raus. Wunderhübsche Tiere. Nochmal, bevor sie weggehen, für euch zum Abschluss als Intro-Tierchen. Mein neues Zuchtprojekt sind diese Lychee-Geckos, ein wunderhübsches Pärchen Mount Kogi, Rhacodactylus lechianus. Bei den Lychees ist das nicht ganz so leicht, die sind ein bisschen wählerisch. Und das wollen wir uns heute mit beschäftigen, was das da zu beachten gibt. Das Problem an der Zucht bei den Lychees ist einfach ein wenig, wie man die zusammenbringen kann, ne? Die sind recht monogam, beziehungsweise einerseits sind es Einzelgänger in der Natur, beziehungsweise die suchen sich einen Partner, sind mit dem dann vermutlich das ganze Leben zusammen, akzeptieren dann auch keinen zweiten, also wie bei anderen Reptilien, dass jetzt ein Männchen, zwei Weibchen oder so, gibt es bei denen auch nicht. Da gibt es bloß Pärchen. Ich habe, wie gesagt, dieses wunderhübsche Mount Kogi-Pärchen, ne, Friedellinie. Die sind jetzt gerade so adult. Das Weibchen hat jetzt das erste Mal unbefruchtete Eier gelegt. Von dem her weiß ich, sie ist soweit. Hier das Männchen dazu, das ist auch jetzt so 3 Jahre alt. Die möchte ich zusammenbringen und das ist bei denen relativ tricky. Wenn ich die jetzt einfach, wie bei anderen Reptilien, naja, mache ich die mal zusammen ins Terrarium, dann kann das ganz schön schief gehen. Da kann es sein, dass einem von beidem, das muss jetzt nicht einmal das Weibchen sein, kann auch das Männchen sein, dann doch plötzlich mal der halbe Fuß fehlt oder er irgendwelche schlimmen Beißverletzungen hat oder sowas, weil die sich einfach gegenseitig im Terrarium nicht akzeptieren und versuchen, sich zu verjagen. Deswegen muss man das langsam und vorsichtig angehen und das möchte ich euch jetzt hier zeigen. Nochmal kurz Wiederholung von der Lychee-Haltung. Wir haben ja schon eine Folge drüber gemacht, aber einfach nochmal kurz erklärt. Die Lychee-Geckos wollen es nicht wahnsinnig warm, ne? Da ist jetzt so eine 70 Watt HID-Lampe drauf. Also unter der Lampe hat es vielleicht so knappe 30 Grad. Hier in der Mitte vom Terrarium hat es schon maximal 25 Grad und weiter unten kommt schon eigentlich nichts mehr an von der Wärme. Da haben wir vielleicht so 22 Grad Raumtemperatur, ne? Also so haben wir zwischen 22 und naja, 27, 28 Grad hier so ein Temperaturgefälle. Ansonsten natürlich die Höhlen, ne? So Kork, so hohler Kork, wo sie sich rein verstecken können. Das mal so ganz rudimentär zu der Lychee-Haltung.
jetzt mit unserem Pärchen, der Gag ist, dass wir einfach hier in die Mitte so eine Trennwand reingemacht haben, ne? Einfach so eine Gaze-Trennwand. Man kann, was weiß ich, man kann so ein Hasengitter theoretisch nehmen. Ne? Das, was wir jetzt hier genommen haben, sind diese Deckel von diesen Reptisu-Terrarien. Ne? Das ist so ein schöner, wie soll man sagen, so ein Maschendraht, Lochblech. Ich weiß gar nicht, was der richtige Ausdruck ist. Den machen wir hier rein. Dann haben wir hier unser Männchen. Ne? Wenn ihr hier genau schaut, seht ihr das Männchen. Drüben seht ihr das hübsche, fast pinkfarbene Weibchen auf dem Ast sitzen und eben die Trennwand dazwischen. So sind die nah beieinander. Ich habe auch wenig Verstecke reingemacht, beziehungsweise ehrlich gesagt werde ich in ein paar Tagen auch noch diese Verstecke rausnehmen, dass sie für einige Zeit gar keine Verstecke haben, dass sie sich sehen, ne? Sonst ist der Effekt ziemlich dahin. Also kommen diese Höhlen auch noch raus. Das Futter habe ich mal, jetzt gibt es so neue Futterhalterungen, die sind mit Magnet, das ist ganz praktisch, die kann man dann wirklich schön in die Mitte machen. Das heißt, wenn die Futter wollen, müssen sie an die Mitte hingehen, also müssen zum anderen Tier hingehen. Der Futterhalter da drüben, der hat noch so Magnetdinger, den müssen wir auch tauschen, der hat so Saugnäpfe, müssen wir auch tauschen gegen so ein Magnet, kommt dann auch in die Mitte an das Gaze hin. Das heißt, wenn die Tiere fressen wollen, sitzen sie fast Auge an Auge, nur von dem Gitter getrennt. Und so probiert man die Tiere einfach aneinander zu gewöhnen. Ne? Dann sitzen sie, man kann es mal ein wenig beobachten, wie sie aufeinander reagieren, ob einer von beiden sich permanent probiert zu verstecken oder eben, ob sie mit der Zeit doch wirklich beide am Gitter sitzen und kein Problem miteinander haben. Das Ganze macht man, je nachdem, 6 Wochen, 8 Wochen, vielleicht 10 Wochen, bis man wirklich das Gefühl hat, okay, die kennen sich, die vertragen sich. Es gibt bestimmt auch Tiere, wo man merkt, oje, das geht scheinbar nicht gut. Ich hoffe, in dem Fall geht's gut. Und wenn man den Eindruck hat, okay, die scheinen zu harmonieren, dann nimmt man das Gitter in der Mitte raus. Dann vielleicht wieder vermehrt Verstecke anbieten, also noch mehr wie jetzt. Ne? Das ist ja jetzt auch relativ nackt oder mit wenig Struktur eingerichtet. Also dann kann man noch deutlich mehr Struktur reinmachen, mehr Verstecke reinmachen. Und dann ist die ersten Tage wirklich spannend, vor allem in der Nacht, aber da ist man nicht dabei. Vertragen sich miteinander oder nicht? Und wenn das alles planmäßig funktioniert, hat man dann vielleicht auch ein paar Monate später die ersten Eier von dem Litschi-Weibchen. So ist der Plan und so ist die Vorgehensweise, wie ich das empfehlen würde. Wenn ihr die Litschis züchtet, ihr habt bestimmt schon gelesen oder gehört, gibt ja zig Verbreitungsgebiete. Wie gesagt, das war jetzt Mount Kogi, da gibt es Nuami, da gibt es die diversen Inseln, wo sie herkommen. Also es gibt bestimmt 10 verschiedene Verbreitungsvarianten oder Verbreitungsvarianten ist bestimmt der richtige Ausdruck. Ich würde appellieren, versucht möglichst Gleiches mit Gleichem zu verpaaren, nicht, dass wir das totale Kreuz und Quer haben. Also vor ein paar Jahren gab es noch viel, viel weniger Litschis. Da kam man fast nicht drum rum oder da waren wir froh, wenn man überhaupt ein Pärchen hatte. Mittlerweile hat man schon so die einzelnen Gebiete getrennt und ich finde, wir Terrarianer sollten versuchen, die dann auch nach den Gebieten weiterzuzüchten. Das wäre mein Appell an euch. Ansonsten, ich finde es super spannend mit den Litschis, bin ich gerade voll der Fan davon und deswegen checkt die Litschis. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.